Moin moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Hitman Absolution. So, also, erstmal die Ziele. Dort ist ein Ziel, dort ist ein Ziel. Okay. Immer noch sauer wegen dem, was Dr. Valentine vorhin gesagt hat? Hey, vergiss es einfach. Hä? Der Typ ist oft etwas schroff, aber so sind Genies eben. Also auch all ganz komisch hier, ey. Wir haben ihn gestern gebracht. Hübsches kleines Ding. Mr. Dexter war auch hier. Ja, persönlich. Er hat lange mit den Eierköpfen geredet. Ich habe Dr. Ashford noch nie so aufgeregt gesehen. Irgendwas ist im Busch. Also, sehen wir uns beim Kampf? Cool. Ja, ja. Bis später. Wohl nicht, wa? So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich hoffe, hier geht keiner mehr lang. Weil verstecken können wir ihn hier wohl kaum, ne? Irgendwie. Was? Ah, hier ein Hammer. Nee, Quatsch, was soll ich mit dem Hammer? Ich bin ja der Hammer. Oh, fuck, 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 fuck. Mann, ey, wo ist denn da derjenige da, der mich da immer zieht? Da ist er. Wer zum Teufel? Die stehen hier allesamt, ey, ziemlich bescheiden. Gut, hier schon mal ein Speicherpunkt. Sehr wichtig. Ein Kontrollpunkt, so. So heißen die Dinger. Aber ich brauche auch erstmal hier Munition. 7. Juni 1986. Das Testsubjekt Sanchez reagiert gut auf das aktuelle Serum. Seine Muskelkapazität hat sich seit dem Beginn der Alpha-Phase um 160% erhöht. Das gesamte Team ist begeistert. Ist der chemisch induzierte Supersoldat endlich umsetzbar? 19. Juni 1986. Das Testsubjekt Sanchez zeigt extreme Symptome von Gigantismus. Zweifellos ein durch das X9-Serum bedingtes hormonelles Ungleichgewicht. Der Junge muss in der Anlage bleiben, bis die schlimmsten Nebenwirkungen eingedämmt sind. Die Aktionäre sind beunruhigt. Und ich fürchte, das ganze Projekt könnte gestoppt werden. Okay, ja klar. Ich meine, schaut euch Sanchez an, ey. Ja, es ist alles gesichert. Hier kommt niemand durch. Ja, die ist die? Die Ladung kann durch. Ah, da ist ein. Ah, nochmal hoch. Klar. Ich kümmere mich drum. Kein Grund zur Sorge. Genau. Schon gut, schon gut. Wiederhören. Mann, Mann, Mann. Den einen habe ich hier komplett vergessen. Halt, wo willst du hin? Eine gute Leistung neulich auf dem Schießstand. Oh Mann. Ich glaube, ich schnapp mir mal einen von denen. Schnell, 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 schnell. Damit ich dann zu der Gruppe gehöre. Oh. Ja. Dann kann ich an den Wachen vorbeilaufen. Ohne dass die mir hier irgendwie großartig ankommen. Nur halt, dass die Chemiker, die Forscher jetzt alle ein bisschen. Ne, Verdacht schöpfen. Wo ist denn jetzt hier der andere Macker? Ach, da oben. Ah, wir dürfen natürlich in dem Spiel auch kaum rennen, ne? Das ist auch eine Sache, die ist ein bisschen nervig, aber gut, ist logisch.
den schon freigelassen? Kann nicht sein. Ja. Ey, nicht dein Ernst hier, ja? Gut, den anderen hätte man wahrscheinlich auch so einsperren können. Versuchen Sie sich abzuschleichen. Ist die neue Formel schon fertig? Oh Mann. Boah, Mensch, ey. Also, Moment. Das hatte ich befürchtet. Wieder nicht. Wie unfähig sind Sie eigentlich? Also, nochmal von vorn. Und enttäuschen Sie mich nicht wieder. Der geht da lang. Dem folge ich jetzt einfach mal. Sorry, dass ich gerade so lange so da bin. Ich muss ein bisschen überlegen, wo ich ihn dort jetzt hole. Am besten, weil der ist da ja am Arbeiten. Das ist Ne, der geht hier nicht lang. Scheiße. Der geht da hin, ne? Der ist da ja am Arbeiten. Mal sehen, wo lang er geht. Der geht auch zu ihm. Hat mich. Okay, okay. Oh mein Gott. Puh, okay. Das hat jetzt Zeit gekostet. Ja, da ist der Macker. Ich weiß nicht, da sind jetzt ziemlich viele Wachen, ey. Überall. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dort sind überall Wissenschaftler. Das ist natürlich sowas von komisch aufgebaut. Aber ich meine, ist logisch, klar. Chemiker sollen halt dort arbeiten, wo die, was sie am besten können, ne? Machen. Dies, das. Ich sag's dir, das Management geht zu weit. Landstreicher und Irre, okay, das ist eine Sache. Aber wir reden hier von einem jungen Mädchen. Irgendjemand da draußen vermisst sie. Kannst du der Sache mal nachgehen? Ja, kein Problem. Ist da jemand? Okay. So, ich weiß schon, wie ich das tue. Schnell. So. Was ist hier los? Leute! Okay, da wird der jetzt irgendwie. Okay, Dr. Ashford wurde auf brutalste Art und Weise getötet. Ende. So. Also müssen wir warten, bis die Brücke hier kommt und dann ungesehen. Oh, das haben wir komplett Silence geschafft.
ganz schön laut, ey. Sehr schön, Leute. Sehr schön. So, jetzt schauen wir uns das alles nochmal an. Auf den ersten Blick ist das Subjekt nur ein gewöhnlicher Teenager. Aber die ersten Testergebnisse waren untypisch. Da ich keine voreiligen Schlüsse ziehen will, muss ich auf die Ergebnisse der DNA-Analyse warten. Das Subjekt übertrifft meine kühnsten Erwartungen. Ihre Werte sind absolut einzigartig. Außer Dr. Ortmeier hat bis heute niemand in diesem Ausmaß das menschliche Erbgut manipuliert. Im Vergleich dazu sind meine Versuche mit dem Mexikaner Sanchez lächerlich. Das Werk eines Stümpers. Ich gebe zu, es fällt mir schwer, eine wissenschaftliche Distanz zu wahren. Das ist eine Chance, von der ich mein ganzes Leben geträumt habe. Ich fürchte nur, Blake Dexter wird das Mädchen meistbietend verkaufen, anstatt zu warten, bis es sein gesamtes Potenzial erlangt hat. Er ist eben ein beschränkter Kleingeist, ohne Sinn für die wahre Wissenschaft. Ich muss möglichst viele Daten sammeln, solange ich die Chance dazu habe. Der Inhalt dieses Labors könnte bereits jetzt zig Millionen wert sein. Okay, das war's dann wohl. Sabotage und dort, was müssen wir dort machen? Auch Sabotage, ne? Gut. Zack. Bam, einfach oh, alles kaputt machen hier. Bam. Und Exit. Und Exit. Bam. Wunderschön, ey. Weiter. Ich weiß nicht, ich öffne einfach mal das nächste Level, um zu gucken, ob das die Cutscene ist. Wenn das die Cutscene ist, dann verabschiede ich mich schon mal. Ich bin nämlich der aus der Zukunft und die nächsten Folgen sind in der Vergangenheit. Also vergangener als jetzt. Na schön, Leute, das war's mit dem Part. Ich wünsche euch viel Spaß mit den nächsten Parts. Bis dahin, ich bin euer Echos aus der Zukunft. Ciao.